jetzt in Go. Tom fährt mit dem Opel Crossland X durch Italien, mit dem Land Rover Discovery in schwere Gelände und wir besuchen Rallye-Legende Rudi Stohl. Go, das Motormagazin, powered by Turmöl. Tankbare Preise. Opel hat sich auf den Buchstaben X richtig gehend eingeschossen. So heißt der Mokka schon seit einiger Zeit zum Beispiel Mokka X. Und darüber gibt es dann bald den Grandland X. Und dazwischen den Crossland X. Aber um bei der Wahrheit zu bleiben, eigentlich parkt der ziemlich haarscharf neben dem Mokka X. Und er soll die allradfreie und vor allem familienfreundliche Variante zum Mokka X darstellen. Aber im Grunde ist es der erste Opel mit dem ganz großen Wir-Gefühl. Der Test. Das ist also der Opel mit dem sogenannten Wir-Gefühl. Crossland X will er gerufen werden und er parkt in der Opel-Modellpalette neben dem Mokka X. Aber was soll diese Wir-Message, die man mit Nachdruck beim Crossland X betont? Verwirrend, aber wir werden dieses Rätsel schon noch lösen. Wir sind in Italien, auch wenn man es nicht sieht. Und wir sind zu dritt, auch wenn man nur mich sieht. Und wir sind unterwegs mit dem Opel Crossland X, der, obwohl er X hat, kein SUV ist, aber ganz viel Wir-Gefühl hat. Und wir wissen ehrlich gesagt jetzt noch nicht so recht, was wir damit anfangen sollen. Der Crossland X ist optisch ein typischer Opel geworden. Die Front lehnt sich stark an dem Mokka X an. Allerdings enden da auch schon die Gemeinsamkeiten, denn der Crossland X ist der erste Opel, der nach einer neuen Designphilosophie gezeichnet wurde. Das wird besonders am Heck offensichtlich. Tatsächlich ist die Rückansicht des Crossland X eine meiner liebsten. Es ist eines der ersten Fahrzeuge, das wir mit der neuen Designphilosophie designt haben. Skulpturelle Kunst trifft deutsche Präzision. Das bedeutet, dass man harmonisch breite skulpturale Flächen rund ums Auto hat. Und diese fangen wir mit sehr präzisen Linien wieder ein. Beim Interieur des Crossland X hingegen verlässt man sich aber ganz auf Bewährtes von Opel. Übersichtlich, gut verarbeitet und mit feinen Oberflächen. Was allerdings überrascht, ist die Geräumigkeit des Crossland X, denn hier schlägt er für Opel ein neues Kapitel auf. Trotz seiner kompakten Abmessungen von 4,20 Meter bietet er bis zu 1255 Liter Kofferraumvolumen an. Wir sind mit dem Opel Crossland X zu dritt unterwegs, das heißt Alexander, Kameraassistent, da hinten haben wir den Rudi, Kameramann und das ganze Equipment der Jungs. Also großes Stativ, große Kamera, großes Tonset, alles was man braucht und all das findet in dem doch recht kompakten Crossland X gut Platz. Und dazu passt auch ganz gut, dass das Fahrzeug nicht zu einer übermäßig sportlichen Fahrweise motiviert. Das kann man schon geschwind bewegen, wenn man will, aber im Grunde ist es ein äußerst komfortabler Lackel. Auch mit der Automatik kann man leben. Ich persönlich würde den Handschalter bevorzugen, denn hin und wieder hat man es dann doch ein bisschen eiliger und da wäre ein bisschen mehr Punch vonnöten. Den kann man sich dann aus der Kupplung holen. Generell ist die 6-Gang-Automatik in Kombination mit dem 1,2 Liter Dreizylinder eine gute Wahl. Nur auf besonders kurvigen Bergstraßen stoßen die komfortabel gesetzten Schaltpunkte ein wenig an ihre Grenzen. Denn die 205 Newtonmeter und 110 PS benötigen ein wenig Drehzahl, um sich auszuleben. Das Fahrwerk ist komfortabel abgestimmt und weiß mit seiner Souveränität zu gefallen. In der 110 PS Variante ist es definitiv nicht ausgelastet. Ein paar mehr Pferde würde es schon locker vertragen. Aber in Summe finden wir den Crossland X ganz in Ordnung, genau so wie er ist. Das zeigt auch das Fazit. Opel stellt das Wir-Gefühl in den Mittelpunkt beim Opel Crossland X und wir waren jetzt auch einige hundert Kilometer damit unterwegs und wir finden ihn auch echt gelungen. Optik, Haptik und auch Technik, das passt. Forget,
Bei der Entwicklung eines neuen Fahrzeuges dauert es von der Idee bis zum fertigen Serienmodell im Schnitt 4 Jahre. Das ist ein unheimlich aufwendiger Prozess, wo das Fahrzeug viele, viele Evolutionsstufen durchläuft und von dem aber die Öffentlichkeit großteils ausgeschlossen ist. Und genau deswegen geben wir jetzt einen ganz exklusiven Einblick in den Designprozess des neuen Seat Ibiza. Der Check. Im Automobilbau müssen Nutzen und Attraktivität enge Bande knüpfen, um am Ende ein sicheres und vor allem dem Zeitgeist entsprechendes Fahrzeug zu schaffen. Denn das Design eines Autos ist mehr als nur eine schöne Form. Doch was macht das Design des neuen Seat Ibiza eigentlich aus? Ich denke, zuallererst eines der netten Dinge an der neuen fünften Generation des Ibiza sind die guten Proportionen. Das Fahrzeug ist extrem gut ausbalanciert, wenn man sich seine Länge, Breite und Höhe ansieht. Er hat ein recht einfaches Design, einfach auf eine gute Art und Weise. Das heißt, der Wagen ist leicht zu erkennen und zwar wegen den wenigen Linien, die wir dem Fahrzeugkörper hinzugefügt haben. Aber diese paar Linien sind sehr gut definiert. Jede erfüllt einen eigenen Zweck und eine ästhetische Funktion. Tausende Stunden verbringen die Designer an jedem Millimeter Blech, um am Ende eine Form zu schaffen, die zum einen frisch und neu wirkt und zum anderen noch immer fest in der eigenen Markenwelt verankert ist. Der neue Ibiza ist auf Anhieb als Seat zu erkennen und trotzdem eigenständig und neu. Der Grundcharakter, den die Designer dem Ibiza mit auf den Weg gegeben haben, blieb aber unverändert seit der ersten Generation. Ein Ibiza muss nämlich immer auch Dynamik ausstrahlen. Wahrscheinlich ist es der Weg, wie wir die Linien an der Flanke kreiert haben. Außerdem bietet die Front einen sehr anderen Charakter als die anderen Seat-Modelle mit demselben Designthema. Und definitiv das Heck mit seinen einzigartigen Leuchten. Das alles macht ihn zum echten Ibiza, mitten in der Seat-Familie, aber mit eigener Persönlichkeit. Um diese eigenständige Persönlichkeit schon in den ersten Entwicklungsstufen bestmöglich zu visualisieren, setzt man im Automobilbau immer mehr auf den Virtual Reality Trend. Hier können Designs ausprobiert werden. Wenn gewisse Linien nicht funktionieren, wird man es spätestens hier sehen. Obendrein hilft Virtual Reality, um sich auf bindende Designentscheidungen zu einigen. So wundert es auch nicht, dass man beim neuen Ibiza auch die ein oder andere ungewöhnliche Linie findet, die es so an keinem anderen Seat-Modell gibt. Dieser neue Ibiza hat mehr Linien, als wir für gewöhnlich bei unseren Designs benutzen. Aber all diese Linien sind sehr gut organisiert und zwar um eine ganz einfache Nachricht zu transportieren. Man sieht, wir haben eine sehr starke thematische Linie. Mit dieser Linie auf der Motorhaube, die zum Stoßfänger läuft. Sie läuft ohne Unterbrechung und sie liefert eine gewisse Robustheit für die Front. Hier benutzen wir auch unsere dreieckigen Formen bis zum Maximum aus. Sie sind fast perfekte Dreiecke. Sehr leicht wiederzuerkennende Scheinwerfer und natürlich auch Nebelscheinwerfer. Die Entwicklung von der Idee zum fertigen Serienmodell nimmt in der Regel 4 Jahre in Anspruch. 4 Jahre, die sich im Fall des Seat Ibiza offensichtlich ausgezahlt haben. Die frischesten Infos aus der Automobilbranche gibt's jetzt im Go Newsflash. Der Newsflash. Der E-Pace ist das jüngste Mitglied der SUV-Familie von Jaguar. Er folgt auf den größeren Bruder F-Pace. Das Exterieurdesign wurde vom Jaguar F-Type inspiriert und zeichnet sich durch den charakteristischen Jaguar-Kühlergrill
muskulöse Proportionen, kurze Überhänge und eine kraftvolle Schulterlinie aus. Speziell mit den optionalen 21 Zoll Felgen steht der neue E-Pace sehr selbstbewusst auf der Straße. Aber auch in der schnellen und geschwungenen Dachlinie sowie der charakteristischen Seitenfenstergrafik tritt die Jaguar Sportwagen-DNA deutlich in Erscheinung. Der neue E-Pace wird ein sehr vernetztes und intelligentes Fahrzeug in seinem Segment sein. Die nächste Generation moderner Touchscreen-Infotainment-Systeme verbindet die Insassen mit ihren Lieblings-Apps. Im gesamten Innenraum herrscht volle Konnektivität, zugeschnitten auf die Bedürfnisse einer modernen Familie. So befinden sich neben vier 12-Volt-Ladeanschlüssen auch 5 USB-Schnittstellen und ein 4G-starker Wi-Fi-Hotspot zum Verbinden von bis zu 8 externen Geräten. Unter der Haube spendiert Jaguar seinem jüngsten Modell ausschließlich 2 Liter Vierzylinder-Motoren aus der neuen Ingenium-Familie. Als Top-Aggregat fungiert der 300 PS starke Turbobenziner, der den E-Pace in nur 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt und erst bei einer elektronisch begrenzten Höchstgeschwindigkeit von 243 km/h den Vortrieb einstellt. Für all jene, die mehr Wert auf Effizienz legen, steht das über die Vorderräder angetriebene Modell mit 150 PS starkem Ingenium Diesel zur Wahl. Der E-Pace ist übrigens ein echter Österreicher, denn gebaut wird er bei Magna im steirischen Graz. Wir freuen uns schon sehr auf die erste ausführliche Ausfahrt. Es gibt zwei Arten von Oldtimer-Liebhabern. Es gibt die, die ihren Oldie am Sonntag aus der Garage holen und damit über die Landstraßen meandern, zu denen gehöre ich. Und dann gibt es die, die Rennreifen aufziehen und über Rundstrecken heizen. Und wenn man zu denen gehört, dann sollte man, um zumindest ein Mindestmaß an Sicherheit zu haben, moderne Rennreifen aufziehen. Und damit die aber den Look des Autos nicht zusammenhauen, sollte man auf den richtigen Knö setzen. Der Check. Österreich, ein wahres Oldtimerland. Nicht nur, dass zigtausende Chromjuwelen in diversen Garagen stehen, bietet die Alpenrepublik perfekte Bedingungen für dutzende Klassikveranstaltungen von Eisenstadt bis Bregenz. Wir lieben unsere Oldies. Perfekt rausgeputzt und bis ins kleinste Detail restauriert oder original erhalten. Und genau hier liegt auch das Problem, denn manche Teile an einem Oldtimer überdauern die Zeit leider schlecht. Zum Beispiel die Bereifung, denn trotz geringer Kilometerleistung leidet der Gummi unter Umwelteinflüssen und altert auch in der Garage weiter. Auf einen echten Oldtimer-Reifen muss man deswegen nicht verzichten. Mit dem Sprint Classic Modell bietet Friedestein speziell für Fahrzeuge ab den 50er Jahren einen modernen Pneu im alten Look. Es ist ein guter Markt für Friedestein und es ist vor allem ein Imagebringer. Und Friedestein steht für Fahrfreude, steht für Sicherheit, steht für Fahrdynamik und daher sind wir natürlich auch in diesem Bereich sehr aktiv. When the truth is found to be. Um den Sprint Classic ausgiebig zu testen, hat Friedestein-Boss Thomas Körpert seinen privaten Oldie mitgebracht. Einen Seat Fiat 124 LS im Rallye drin. Ein Modell, das mit einer großen Geschichte glänzen kann und millionenfach gebaut wurde. Unter einer Ladelizenz sogar bis spät in die 2000er Jahre hinein. Mit einem Lader hat der 124 von Thomas Körpert aber nur wenig gemein. Sein Seat Fiat 124 LS von 1975 kommt im vollen Motorsportdress. Das bedeutet, sein Vierzylindermotor leistet 150 PS und das bei nur knapp 1000 Kilo Gewicht. Der Vortrieb geschieht dabei gänzlich ohne Elektronik. Dass der 124 LS auf Friedestein Sprint Classic Reifen steht, versteht sich von selbst. Denn gerade bei motorsportlichen Einsätzen ist ein moderner Reifen besonders wichtig. Ja, aber gerade der Reifen hat natürlich bei so einem alten Auto eine ganz große Bedeutung, weil überhaupt keine elektronischen Helferlein eingebaut sind. Kein ESP, kein ABS, in vielen Fällen sogar noch Trommelbremsen. Das heißt, sehr direktes, natürliches Fahren. Und da braucht man dann natürlich den bestmöglichen Reifen. Und den versuchen wir von Friedestein dafür zur Verfügung zu stellen. Dabei ist es auch egal, ob man nun ein heißblütiges Renngerät oder ein elegantes Fahrzeug bewegt. Selbst Speichenräder, wie man sie an Oldtimern häufig findet,
sind für den Sprint Classic-Reifen kein Problem. Es gibt einmal prinzipiell für Autos ab der 50er Jahre bei Fredestein einmal die richtige Reifendimension. Und der große Unterschied bei diesen Produkten ist natürlich einmal die Reifendimension. Die hat sich ja im Laufe der Jahrzehnte massiv verändert. Man hatte ja früher 12- und 13-Zoll Reifen und ist heute in der Zwischenzeit bei 22, 23, sogar 24-Zoll Reifen, die wir im Programm haben. Viele alte Autos haben Speichenräder, das heißt, für das Speichenrad braucht man einen Luftschlauch, um die Luft im Reifen zu halten. Und moderne Autos haben natürlich alle schlauchlose Reifen und die Bandbreite decken wir voll ab mit unserem Lieferprogramm. Was den Fredestein Sprint Classic besonders auszeichnet, ist die alte Schale kombiniert mit neuem Kern. Denn die Technik, die in der alten Optik steckt, ist Hightech. Genau das ist unser Ansatz. Das heißt, wir verwenden moderne Gummimischungen, wir haben Silikamischungen, wir haben hier die Ergebnisse unserer jüngsten Forschung und packen das aber in das alte Profil und in das alte Design hinein, weil es eigentlich für so ein altes Auto, für ein klassisches Fahrzeug auch den klassischen Reifen vom Aussehen her dazu benötigt. Also schrecken Sie nicht vor neuen Reifen für Ihren Oldtimer zurück. Mit einem Fredestein Sprint Classic kann man diesbezüglich nichts falsch machen. Mit Teil 1 sind wir durch, aber dranbleiben, denn gleich geht's weiter mit diesen Themen. Gleich in Go. Wir gehen mit dem Land Rover Discovery an die Grenzen der Physik. Und wir machen einen kleinen Hausbesuch bei Rallye-Legende Rudi Stoll.